So, wir kommen jetzt zum Benutzen. Wir haben ja gerade angeboxt. Ich mache daraus ein Video. Ist ja Quatsch. Also, ich bin immer noch überrascht, dass da bei Triebe so viele Gummiteile mit bei sind. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. So, und jetzt machen wir hier mal die Pinöpelchen ab hier, die Gummi, also diese Schutzfolie von den Kontakten. Ach, hier ist so ein roter Punkt. Ah, den habe ich nicht gesehen. Da können wir es leichter ablösen. Ja. Wer gucken kann, ist klar im Vorteil, würde ich sagen. Naja. Aber jetzt klebe ich mir das hier am Tisch fest, ey. Na toll. Ja. Komm hier. Kommt in den Müll. So, der eine blinkt auch. Wir gucken jetzt mal. Tribit H1. So, die verbinden wir jetzt. Koppeln. Wir sind gekoppelt. Jetzt müssen wir nur gucken. Hier kann man das rechts und links eigentlich ganz gut erkennen. So, Koffe. Mit meinen dicken Ohren und den ganzen Ohrringen, ich hoffe, das geht vernünftig hier. Also da bräuchte ich wenigstens keine Angst haben, dass mir die in ihr so rausdonnern. Hoppala. Oh. Weil das ist immer so meine größte Angst. Bei den In-Ears, die halten bei mir immer nicht so. Auch die, egal welche Größe, ich habe da schon alle getestet. Ach, jetzt steigert es an meinen dicken Ohren. Ach nee, bei dem Ohrring hier auch noch. Ach Gott. Na, ich habe zu dicke Ohren. Ich habe viel zu dicke Ohren. So. Ist eher für Jüngere gemacht wahrscheinlich. So. Ich habe ja Nemesis schon an auf Spotify. Gehen wir rauf und dann hören wir mal. Jetzt ist die rechte Seite an, aber die linke nicht. Nochmal rauf, gehen noch mal auf Bluetooth. Wollt ihr mich rollen heute hier? Kontakte teilen wollen wir nicht, entkoppeln wollen wir auch nicht. Akku 50%. Er zeigt mir sonst auch nur den Fernseher an. Ist denn heute hier der Wurm drin? Bei den anderen vorhin hat er schon. Ihr sagt hier, die haben auch jetzt wenigstens so ein Schutzding hier. Ich mache mal die Tribit. Mache ich noch mal rein. Ich entkoppel die mal. Das hatte ich nämlich auch schon mal bei jemandem, dass mir, also bei irgendeinem Dings wartet, da ist mir beim Koppeln das defekt gegangen. Oder da hat er das nicht richtig gekoppelt und deswegen halt das nicht richtig. Aber der blinkt auch, der rechte blinkt auch ziemlich schnell. Nee, der linke ist es. Die ist links, rechts, rechts ist links. So. Und jetzt, wir suchen nach neuen Geräten. Tribit findet er so, ja, obwohl die in der Schachtel sind. Zugriff, ja, koppeln. H1, 80%. So, dann Weg mal rausnehmen. Hier einmal raus und hier ist das zweite Mal raus. Spotify. Ist Stereo.
Mein Gabber jetzt mal leiser. Oh, jetzt muss ich mir die wieder ins Ohr machen, so rum. Na, Ticker? Ja. Na, anmachen. Bin aus Versehen auf irgendeine Taste ausgelöst. Ja, und dann noch Brille. So. Ja, Tickerchen. So. Jetzt müssen wir wirklich gucken. Benutzerhandbuch ist Seite 7. Wie die Tastenkombinationen sind, weil die sind immer bei den meisten Kopfhörern unterschiedlich. Mit Dauerdrücken, Doppeldrücken, eine Seite drücken, andere Seite drücken. So. Bluetooth koppeln. Hier steht gar nichts, dass die irgendwie dreimal drücken, umschalten. Achso, oder 10 Sekunden lang gedrückt halten, beide Ohrstöpsel ausschalten, 6 Sekunden gedrückt halten, einschalten rechts, Ohrstöpsel, dreimal drücken, umgebundene Modus, einfach klicken, Musik abspielen, anhalten, anhalten, rechter Ohrstöpsel ist der. Beim linken Ohrstöpsel. Einmal klicken, Doppelklick, vorher Titel, dreimal klicken, aktivieren. Das. Den Sprachassistenten. Sekunde gedrückt halten, Lautstärke verringern. Was? Lautstärke. Sekunden lang drücken. Also gedrückt halten, dann wird es leiser. Sekunden lang drücken, dann wird es lauter. Okay, fangen wir mal testen. Ja. Dann kommt ein Ton, damit es halt laut, damit es nicht weitergeht. So, ich lasse mal jetzt normale Lautstärke. Hört sich aber geil an, muss ich sagen. Ja. Also ich spiele ganz normal Musik jetzt von Spotify ab, ja? Das hört sich wirklich gut an. Der Bass kommt jetzt richtig geil rüber. Musik ist sowieso objektiv. Jeder empfindet das ein bisschen anders. Aber hier für mich, der Bass kommt geil rüber. Ich höre trotzdem die brachiale Stimme. Also es ist nicht so, dass der Bass zu viel ist und man hört die Stimme nicht und so. Es hört sich geil an. Das ist aber nicht mein Nemesis. Da muss ich nochmal zurück. Nemesis. Rechter Zorn. Machen wir nur mal das Album auf. Ja. Mal die Gitarren-Solo. Hört sich
echt geil an. Echt? Vor allem mit Stereo, die eine Stimme, da die andere und so. Also hört sich, also muss ich jetzt echt sagen, hört sich echt geil an. Und der Tragekomfort dafür, dass es In-Ears sind, ich weiß jetzt nicht, welche Größe hier drauf ist. Sieht man das hier irgendwo? Also ich habe jetzt die Standardgröße drauf. Aber es steht auf dem Gummi, glaube ich, nicht drauf. Also ganz normale Standardgröße, wenn ihr die kauft, die drauf sind, die habe ich jetzt drauf. Die drücken nicht, die sind nicht zu groß, nicht zu klein, die dichten halbwegs ab. Und dadurch, dass die über die Ohren sind und so, habe ich auch nicht das Gefühl, dass die rausfallen. Weil sonst habe ich immer so das Gefühl, die fallen raus. Und die fallen auch immer raus bei mir. Egal, welche Größe ich mache. Und das Ding hat auch ein ordentliches Gewicht. Also wird ein ordentlicher Akku drin sein, damit man das ein paar Mal beladen kann. Ja, Triebe kennt, also die haben schon Qualität. Da brauchen wir uns nicht vormachen. Also echt gut. Ja? Also muss ich jetzt echt mal so sagen. Und wie gesagt, ihr kriegt ja halt noch nicht nur die drauf sind. Ich habe da hier nochmal fünf verschiedene. Also insgesamt habt ihr sechs Größen von den Dingern. Wo ich den Namen nicht weiß. Also da muss ich sagen. Ja, das gefällt mir. Also da können sich einige ein Beispiel nehmen. Hier auch nochmal erklärt. Linke muss ins rechte Ohr, der rechte muss ins linke Ohr. Und dass man das Plaste abmachen soll, weil sonst lädt es halt nicht und so. Also, ja, kann ich mich echt nicht beschweren. Top. Wirklich. Aber halt In-Ears sind immer noch, also dafür, dass es In-Ears sind. Also In-Ears sind immer noch nicht meine Favoriten. Sage ich euch so, wie es ist. Ich mag lieber die alten Kopfhörer, so wie früher, ins Ohr rein, ganz normal, ohne diese Gummipinüppel-Scheiße. Oder die Schock, die Knochenschalldinger, die sind auch richtig geil, richtig schön bequem. Hier liegen sie drauf. Du hörst noch was von der Umwelt und so. In-Ear ist nicht mein Fall. Aber wenn In-Ear. Denn wär das ein Modell von denen, wo ich sage, ja doch, die gefallen mir. Die sitzen nicht so eng drinne. Ich habe nicht das Gefühl, die fallen raus. Ja, und dann mit dem über den Ohr, das ist jetzt, ist eigentlich ganz angenehm vom Tragen her, muss ich sagen. Also die gefallen mir. So, nichtsdestotrotz soll es denn auch erstmal gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde sie mal öfters benutzen nochmal und testen beim Putzen und so. Mal meine Großen geben, wenn die zur Schule geht zum Testen. Was sie davon hält. Ja. Und dann sehen wir uns später mal in einem späteren Video. Mensch, hör mir auf. Und ja, Däumchen werden Träumchen. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.